Ja, das Jahr 2017 war geprägt hier bei uns am Standort Biblis durch viele Veränderungen, sowohl im Unternehmen wie auch hier am Standort selbst. Wir haben im letzten Jahr am 30.03. die Genehmigung zum Rückbau der beiden Blöcke nach 4,5 Jahren Genehmigungsdauer erhalten. Wir haben den Rückbau ab dem 1.06. letzten Jahres erklärt und wir sind derzeit sowohl noch in rückbauvorbereitenden Tätigkeiten wie auch in Rückbaumaßnahmen selbst. Wir sind derzeit dabei, noch viel Geld in die Anlage zu investieren, in Technik, die wir brauchen für den Rückbau selbst, aber haben auch schon die ersten Rückbauprojekte in Umsetzung, wie zum Beispiel den Abbau des nuklearen Zwischenkühlsystems in Block A, aber auch den Aufbau von Hilfssystemen, die wir für den Rückbau selbst brauchen. Wir haben Block A bereits brennstofffrei und die Brennelemente in Kastoren verpackt, die bei uns hier am Standort, im Standort Zwischenlager, zwischengelagert werden. Und wir sind derzeit dabei, in Block B die Brennelemente aus dem Reaktorgebäude herauszubringen, um diese dann auch im Zwischenlager zu lagern, bis ein Endlager gefunden wird. Wir sind gerade dabei, seit letztem Jahr ein neues Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfallstoffe hier am Standort zu bauen. Das Standort-Zwischenlager mit den hochradioaktiven Abfällen wird zum 01.01.2019 an den Bund übergehen, in das Eigentum des Bundes übergehen und die Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfallstoffe, auch das neue Lager, was wir derzeit hier am Standort bauen, gehen zum 01.01.2020 an den Bund über.